Da lang? Ja. Da sind so. Oh, Ex! Ja, 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 da ist sie. Das muss sie sein, das muss sie sein. Das muss sie sein! Hallo meine Friends, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal haben wir den Anfängermodus der Schwertprüfung erfolgreich gemeistert. Ja, und ich will mir in diesem Part jetzt die Kog-Maske holen. Mal guck mal. Mein Sensor schlägt gerade aus. Was hat er denn da gefunden? Moment, ich muss mal dort. Da. Der hat eine Truhe ausfindig gemacht irgendwo hier. Das ist vielleicht sogar die, die ich suche. Genau damit wollte ich das nämlich machen, mit der Suche nach Schatztruhen. Damit könnte das. Moment. Was ist das hier? Hinweis von Markus. Dieser Baum ist etwas Besonderes. Ich habe es so eingerichtet, dass man den Wald verlässt, wenn man in seinen Mund steigt. Hi. Oh. Okay. Interessant. Ja, genau mit dem Sensor. Ich glaube, damit soll man den auch suchen. Da war so ein kleiner Hinweis. Es gibt wohl eine einfache Methode, die Maske zu finden. Irgendwas mit Truhen stand da noch. Aber ich glaube, so wäre ich nicht fündig. Okay. Moment, wo komme ich überhaupt jetzt hin? Eine Sekunde. Okay, ich bin wieder hier. Ist das vielleicht sogar besser? Vielleicht ist das sogar hier am Ende. Moment. Also wenn es hier stärker wird, dann gehe ich vielleicht mal hier raus einfach mal. Hier ist es ganz stark. Ganz in der Nähe? Also, keine Ahnung, ob das die ist überhaupt. Auf jeden Fall. Spürt der Sensor hier eine Truhe auf irgendwo? Hier war es doch eben ganz stark. Merkwürdig. Was zeigt er da lang? Okay, ich gehe einfach ganz normal raus. Und schau mal. Eigentlich wollte ich an den Anfang des Waldes von da aus gucken. Aber wenn ich hier gerade schon ein Signal habe. Ist wieder schwächer, oder? Moment. Da wird stärker. Das wird schwächer. Hä? Da? Hier drin oder was? Oh, Tatsache, da ist eine Truhe. Ist die da schon? Ne, es sind nur 5 Holzpfeile. Aber spürt immer noch was auf. In der Richtung jetzt. Das sieht doch nicht so aus, das kann ich ja lang, oder? Okay, doch, kann ich. Kann ich. Ich folge einfach. Oder auch nicht. Dem Signal, wollte ich sagen. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Interessant. Hallo, Fuchs. Hier habe ich kein Signal. Oder habe ich noch Platz? Nee. Dachte ich mir. Also weg mit dem Shit. Brauche ich nicht. So, okay. Also ich muss auch da lang, wo mir das Ding angezeigt wird. Beides führt erstmal in dieselbe Richtung. So, jetzt will mich das nach rechts lenken. Hä, was? Blutmond? Hab ich gar nicht gesehen. Und will ich auch nicht sehen. Stör mich nicht. Okay.
Nase zeigt mir da. Also gehe ich mal weiter in die Richtung in der Hoffnung. Ich hab Angst. Moment, wo lang? Nee. Da lang? Ja. Da sind oh, Ex! Ja, 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 da ist sie. Das muss sie sein, das muss sie sein. Das muss sie sein! Oh yeah, die Cockmaske! Diese Maske ist den Masken der Cocks nachempfunden. Versteckt sich ein Cock in der Nähe, reagiert sie. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Nice. Die seltsame Maske geschafft. Ja, wunderschön. Lag ja fast auf dem Weg. Nice. Cool, cool. Direkt mal aufsetzen. Sieht schon witzig aus. Warte, wie kann ich? Ah ja, so. Schon. Schön Zopf. Und so ein Windrad im Haar. Nett, nett. Okay, nice. Dann hätten wir das geschafft. Gut. Dann habe ich hier alles erledigt im Wald. Erstmal. Bis wir dann wieder zurückkehren für die nächste Schwertprüfung. So, ich glaube als nächstes teleportiere ich mich mal nach Hateno und gebe mal diese eine Mission ab. So, warst du das, Typ? Das sieht ganz aus. Jo, die Windklinge habe ich. Hier, bitteschön. Ist sie nicht wunderhübsch? Krass, oder? Wow, größer als ich dachte. Und meine Stimme gerade war lauter als ich dachte. Danke. Hier für dich. Silberrubin. So, wissen noch was? Das war von meinem Opa. Er wollte, dass ich es dem gebe, der mir immer die Waffen zeigt. Alles in Ordnung. Was will ich denn als nächstes sehen? Ach, komm schon. Also, es war... Ah, genau. Ich weiß es wieder. Hast du schon mal eine Wächteraxt Plus gesehen? Natürlich. Tja, Opa sagt, dass man sowas hier kaum findet. Wenn du Erfolg hast, komm zu mir. Normale Plus-Wächteraxt habe ich aber, glaube ich, gerade gar nicht, oder? Das sind der Plus-Plus, ja. Verdammt! Nein! Und die Mission geht weiter! So ein Scheiß. Na gut, na gut, na gut. So, eine Sache, die ich noch erledigen wollte. Genau, wir sehen uns gleich beim Strand wieder. Und zwar hier, wo Kashiwa war. Und zwar haben wir ja noch ein Rätsel zu lösen, auch wenn ich das eigentlich vor längerer Zeit schon gelöst habe, offscreen. Da habe ich mal hier ein bisschen geguckt und eigentlich ist es ganz einfach. Wir müssen einfach nur mit dem Magnetmodul unter Wasser gucken. Gott, sehe ich es nicht. Moment. Ich glaube, es war irgendwie von einem der Felsen aus. Hat man das gesehen? Da. Da ist eine Schatztruhe. Und die müssen wir einfach nur holen. Und öffnen. Und damit ist das Rätsel gelöst. Denn da haben wir nochmal 300 Rubine. So. Der Schatz des Helden geschafft. Sehr schön. Habe ich das auch mal nachgeholt, ne? Wurde auch mal Zeit. So. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir das hier mal ab. Wir holen uns hier die Cocks oder den einen Cock oder wie viele Cocks das auch immer sind. Ich habe keine Ahnung. Und gucken mal hier beim Schrein und holen uns hier die Waffen ab. Also würde ich sagen, wir sehen das gleich am Fuße des Kalzertals wieder. Aber vorher holen wir uns vielleicht diesen Cock hier. Gerade zufällig gefunden auf dem Weg. So, na. Da verarscht er mich einfach. Okay, ich warte in der Mitte am besten. Ich glaube, das ist besser. Wenn ich mal treffen würde. Okay. War fast ein bisschen zu früh geschossen. Aber hat noch funktioniert. Nein! Ja.
Bleib hier. Übrigens, ihr seht gerade, ich habe ziemlich viele Pfeile mittlerweile. Die habe ich ein bisschen gefarmt, noch bevor ich in den Wald gegangen bin. Ne, nicht vor dem Wald, sondern genau, mittendrin. Einfach mal. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Und ich kann euch gleich sagen, wo. Aber erstmal holen wir uns diesen Samen hier. Wunderschön. Und zwar, wenn ihr euch hier importet, zu dieser Insel, da ist da weiter im Osten, glaube ich. Ich glaube, weiter Richtung Osten ist da noch so eine kleine Anhäufung an Felsen. So in einem Kreis, in einer Kreisformation quasi. Also so eine kleine Art Insel. Und in der Mitte ist so ein Wasserbecken. Und da ist eine Truhe mit, ich glaube, 10 Pfeilen. Und komischerweise respawnt die immer, wenn ihr euch dahin teleportiert. Die ist immer wieder da. Also ihr könnt euch immer wieder dahin porten, dahin fliegen, die Truhe holen und immer so weiter. Ja, kostenlos und ihr könnt da halt unendlich Pfeile farmen. Richtig nice. Aber das mal nur so am Rande. So, weiter auf dem Weg zum Kalzertal. Und da bin ich eigentlich auch schon fast da. So, hier vorne ist ein Krog. Genau. Ihr merkt schon, wie die Maske am Abgehen ist. So, aber wir brauchen hier einen Stein, einen Stein. Ich habe aber noch keine Ahnung, wo der sein soll. Ich habe nur diesen Kreis gesehen, habe mir die Stelle markiert. Da ist er, okay. Hatte ich mir ja fast gedacht. Nicht so schwer. Ich hoffe nur, die Wölfe gehen mir jetzt nicht auf den Sack. Leute, verzieht euch. Ich will nichts von euch. Verpiss dich, Mann! Okay, hab mich nicht getroffen, aber Link... Ah! Hat den Stein trotzdem fallen lassen. Voll auf den Wolf drauf. Nein, lass das! Du Drecksau! Wir sterben, Mann. Toll, der Scheiß. Lass mich nur diesen Kock holen. So, was Gute ist, wenn man einen besiegt, dann haben die anderen übel Schiss und hauen ab. Wie die Feiglinge, die sie auch sind. So, haben wir noch ein bisschen Edelwild dadurch bekommen. Ja, auch nicht schaden. Da sind ein paar Exhalfrost, die einen wohl überraschen sollen. Aber tun sie nicht. Weil ich sie halt schon gesehen habe. Okay, ich sollte hier vielleicht mal die Sandstiefel anziehen. Moment, was sind die denn? Ah, da. Da sind sie doch. Dann bin ich hier ein bisschen schneller unterwegs. Heißt hier zum Glück nicht. Also alles gut. So, da vorne ist die erste Markierung. Und die Maske reagiert schon. Okay, mal schauen. Sind das jetzt wirklich mehrere Koks oder? Ach, hier ist auch noch eine Stelle. Ah, nee, Quatsch. Nee, nee. Die sind ja einfach nur so. Moment. Was hat die Maske denn reagiert? Weil hier reagiert sie nicht mehr. Ist noch irgendwo ein Kock oder was? Da oben. Aha. Sehr schön. Die Maske ist echt praktisch. Also den hätte ich jetzt nicht gesehen. Wie Koks hier sind. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Kann ich hier hochlaufen? Super, ja. Zumindest so ein bisschen. Klappt das? Okay, ich muss wohl komplett hochkraxeln. Wie es aussieht. Na gut. Kriegen wir hin. Da oben, okay. Das ist aber noch nicht die letzte. Noch nicht die letzte Etappe. Übrigens muss ich eigentlich noch meine Herzen wieder austauschen gegen die Ausdauer. Habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Wollte ich eigentlich vor dem Partbeginn machen, habe ich aber irgendwie vergessen. Aber egal, machen wir noch. Machen wir noch. Vielleicht mache ich das auch nach dem Part erst. Mal schauen, mal schauen.
So, Link ist kalt. Schnell mal runter wieder. Verdammt. PS drauf war es verloren. So, die erste Markierung ist da oben. Da oben und da links auch. So, jetzt muss die Maske auf die reagieren, denke ich. Jetzt ganz in der Nähe. Und ich verliere immer noch Herzen. Hier ist immer noch kalt. Soll ich verarschen, Alter? Ich dachte, ich wäre schon längst aus der kalten Zone raus. Ich dachte, das wäre nur da oben gewesen. Aber ne, es wird wahrscheinlich Nacht deswegen. So. So passt es so. Und ich schätze mal echt, ich brauche hier Schwertbananen. Ne, eigentlich brauche ich nur einen. Na egal. So. Hoffe ich zumindest. Ja, perfekt. Perfekt, das klappt sogar. Okay, das ist auf jeden Fall ein einzelner Krog. Also schätze ich mal, das sind alles einzelne Krogs. Also sind das ziemlich viele. Oder? Ja. Ja, hier reagiert die Maske auch. Okay, einfach hier überall Schwertbananen einsetzen. Ist ja nichts dabei. Aber muss man auch erstmal drauf kommen, was man da einsetzen soll. Aber wenn man die Giga so ein bisschen beobachtet hat, weiß man ja, dass die übelst auch Schwertbananen abfahren. Ist ja kein großes Geheimnis. Von daher keine große Schwierigkeit, dieses Rätsel zu lösen. So, vorne ist der nächste. Da oben müsste es sein. So ein bisschen kraxeln. Wäre echt die Ausdauer nicht schlecht, aber naja, wir kommen auch mit zwei Kreisen zurecht, hoffe ich. Erstmal für diesen Part. Schon wieder Felsen runtergerollt. Wir versuchen uns aufzuhalten, aber so wird das nix. So wird das nix. So, wir brauchen ja schon vier. So blöd, was man die halt alle einzeln auswählen muss, hinlegen muss. Halt ein bisschen. Nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber naja. Was soll es? Für die Koks tut man das auch gerne. Lass mich verarschen, Alter. Da rollt die einfach aus. Okay, ist da drinne. So. Das ist schön kuschelig warm. Ich beschwer dich mal nicht. Nein! Verdammter Dreck. Geh da rein! So. Perfekt. Wie viele Koks hier angesammelt sind einfach an einem Ort. Richtig crazy. Aber naja, warum nicht? Warum nicht? Wir müssen in einen 900 Koks finden. Das wird auch so schon schwer genug. Und das ist jetzt ein bisschen hoch. Ich glaube, da darf ich nicht so leichtsinnig rumspringen, oder? Ich glaube fast nicht. Ein bisschen jump ich trotzdem. Sonst dauert das hier ewig. Na wohl, das schaffen wir jetzt so. Perfekt. Gut, gut, gut. Aber gerade so. Jetzt auch noch fünf. Wollt ihr mich verarschen, ey? Es wird immer schlimmer. Na, zum Glück verbrauchen wir die Bananen nicht. Es wäre schön, wenn ihr direkt beim ersten Versuch da reingeht. Ich wäre euch sehr verbunden. So. Alle schön rein da. Ich hoffe, das zählt. Ist nur so halb drinne. Der ist recht. Egal. Ich versuche es weiter. In der Hoffnung, dass es klappt. Oh. Außerdem die Seite gewechselt, scheinbar. Okay, passt. Passt. Wunderschön. Sind die scheinbar nicht so klein, nicht? Das finde ich doch sehr angenehm. So, und das war's. Das war's. Okay. Dann gucken wir jetzt mal beim Schrein. Da fliege ich jetzt auch noch hoch. Weil der war ein bisschen weiter oben gelegen. Ich glaube sogar noch höher. Ja, da oben müsste es sein. Da oben müsste es gewesen sein. Na gut. Ist ja kein Problem. So, da vorne ist der Sockel.
Mir ist mehr kalt. Mir ist schon wieder kalt. Na gut, dann zieh halt das hier an. Was willst du jetzt, Kumpel? Was willst du, Hau ab. Du auch noch, Kumpel? Hier. Wow. Die fliegen ja großartig, die Strahlen so. Er lebt doch noch. Er lebt noch. Ich will immer auf den Sack. Alter, kapierst du mal? So, tschüss, Mann. Und gib mir dein Fleisch. Oh, sogar Luxuswild. Sehr nice. Sehr nice. Beschwer ich mich mal nicht. So, okay. Ah, hier ist eine Tafel. Oh, Moment, es leuchtet schon. Jener, der nach Macht sucht, möge den hellblauen Stein darbieten. Okay. Also, so ein Leuchtschein einfach, oder was? Moment, ich habe ja noch ein paar. Da. Ja, Tatsache. Das war easy. Ja, wunderschön. Gar kein Problem. Ja, und ich dachte schon, da müsste ich ein bisschen länger rätseln. Hab mich schon gefragt, ob ich das auf die Schnelle schaffe, aber das war ja ziemlich einfach. Ziemlich eindeutig, dieses Rätsel zu lösen. Wunderschön. So, nehme ich den Rest noch hier mit. Na komm, warum nicht? Wenn die hier schon rumliegen, warum denn nicht? Okay. Muss sowieso noch aufladen, deswegen erstmal einsammeln. Und dann den nächsten setzen. War das nur einer? Kann sein. Ich weiß, mit der Bombe ist es nicht unbedingt am effektivsten, aber ich habe gerade keine passende Waffe parat. Deswegen mache ich das lieber so, bevor ich meine Waffen unnötig aufbrauche. Muss ja auch nicht sein. So, und das war's. Okay, dann rein da in die gute Stube. Und mal schauen, was uns da drin erwartet. Zweierlei Bomben. Oh, heißt es, ich brauche beide Bombenarten. Wäre zu meiner Vermutung. Okay, da ist eine versperrte Tür. Da ist noch eine. Und hier können wir was aufsprengen. Sonst scheint hier nichts zu sein. Ich gucke nochmal kurz da oben. Das ist ein Gitter. Ich schätze mal, es geht sogar später auf. Ja, ups. Dann schauen wir mal, was der Schrein für uns zu bieten hat. Okay, dann müssen wir uns hochschleudern lassen. Ist hier hinter noch was? Eine Truhe. Sehr schön. Mit welchem Inhalt? Ein silberner Rubin. Nice. Ein bisschen Cash. Kann man immer wieder gut gebrauchen. Da kommen wir runter. Und wo komme ich damit hin? Okay. Moment. Da so? Okay, jetzt stehe ich hier einfach auf der Mauer. Aber hier habe ich vielleicht einen besseren Überblick. Kann ich hier durchschießen? Nee. Ah, Moment. Naja, ich muss da eine Bombe drauflegen. Weil die explosiven Fässer werden dadurch gezündet. So, perfekt. Alles klar, alles klar. Ich weiß zwar nicht, ob man da wirklich drauf sollte, aber hey. Hat funktioniert, also von daher. Ist es nicht verboten, ne? Okay. Schalter, das ist aber schon aktiv, oder? Nein, das ist nicht. Also denke ich mal, ich... Okay, Moment, ich habe eine Vermutung. Ich schätze mal nicht, was permanent aktiviert wird, deswegen... Oder wohl? Ja, ich versuche es mal so. Ich habe fast drauf gekommen. Ah, jetzt brauche ich zwei... Ah, okay. Okay, okay. Ich verstehe. Na gut, na gut. So.
Weil die kann man ja separat zünden. Ich muss nur schnell genug sein. Ups. Ups. Okay, warum hat das nicht funktioniert? Moment, ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was da überhaupt drin war. Ehrlich gesagt. Also hat es jetzt einfach irgendwie vom Timing her nicht gepasst, oder? Was tue ich da? Könnt ihr mir das mal verraten? Wahrscheinlich nicht. Ich bin einfach nur dämlich. Doch, da sind solche Fässer. Dann hat scheinbar wirklich das Timing einfach nur nicht gepasst. Wie es aussieht. Na gut, das kriege ich besser hin. Gar kein Problem. So, nochmal. Okay, perfekt. Jetzt hat's gepasst. Wunderschön. Wunderschön. So. Okay, da ist wieder so ein Schalter. Das sind mehrere solcher Dinger. Okay, das ist schon aktiv. Oder? Ja. Ich guck mal kurz, was ist hier noch aktiv? Das Ding ist aktiv, die beiden hier nicht. Und die bringen was? Da komme ich da oben hin. Aha. Okay, die werden wahrscheinlich damit aktiviert. Ja, okay. Aber wieso sind die auf beiden Seiten solche Dinger? Ist das auch eine Bedeutung? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das am besten. Anhalten kann ich die nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Obwohl. Ich kann hier eigentlich da reinwerfen, dann habe ich mehr Zeit. Na, komm runter. So. Okay, die fahren einfach ganz normal hoch. Aber irgendwie muss ich noch das Gitter aufbekommen. Aber wie? Habe ich eine Altruhen? Okay, Altruhen habe ich. Jetzt muss ich nur das Rätsel lösen. Tja, nun. Ach, warte mal. Ah, ich glaube, wenn es aus ist, ist das Gitter offen. Ich denke, so ist es, aber wie mache ich das denn? Und der Schleier die vielleicht direkt rein? Ah! Okay, die eine schießt drüber und die andere genau rein, okay. Okay, Moment. Dann muss ich aber erstmal... Nee, geht gar nicht. Nee, es muss direkt einer da... Ich habe nur Angst, dass die eine Bombe dann die andere detonieren lässt. Direkt. Ups. Den Knopf wollte ich gar nicht drücken. Ich wollte die Bombenart. Ups. Wechseln. So, ne. So. Hallo? So. Okay. So, die Dinger sind unten, ne? Ja, gut.
So, dann rein da. Wow. Ganz große Klasse. So, nochmal. Okay. Und jetzt einmal wechseln und detonieren lassen. Ja, okay. Wunderschön. Cooles Rätsel, sehr cooles Rätsel. Sehr cooler Schrein allgemein. Cool. Habe ich schon cool gesagt? Cool. Ich finde das sehr, sehr cool. Cool. Cool, cool. Okay. Holen wir uns ein weiteres Zeichen der Bewährung. Und verschwinden anschließend von ihr. Tschüss. Apropos Tschüss. Ich würde sagen, ich beende den Part, oder? So ein bisschen Zeit haben wir zwar noch. Obwohl, ich wollte ja noch hier die Waffen holen. Moment, dann mache ich das gleich mal. Ich mache nur mal gerade schnell diese ganzen Markierungen hier weg, die ich nicht mehr brauche. So, stimmt, das wollte ich mir noch holen. Also machen wir es gerade noch. Waren halt, wie gesagt, ein paar Waffen und ein paar Truhen. Die will ich doch gerne mitnehmen. Die scheinen fast schon irgendwie ein Teil einer Quest zu sein. Also so wie Ramdas Schatz. Kommt mir das irgendwie vor, aber war scheinbar nicht. Okay, Moment, ich muss noch ein bisschen weiter rumschauen. Genau, hier oben müsste es nämlich gewesen sein. Hier oben müsste es gewesen sein. Noch mehr Wölfe, hallo. Halt's Maul, Mann. Die gar nicht erst zum Zug kommen lassen. So, genau. Das müssen wir nochmal. Achso, ich glaube, einfach damit oder kommt man die wegspringen? Hab schon wieder vergessen. Das klappt nicht so wirklich. Dann halt damit. Wow. Die hat er nicht mehr so lange gehalten. Hier. Mit der Fackel. So, aus dem Weg gehen. Gut. Alter Schwede, alter Schwede. So eine Gerudo-Lanze. Den Bogen nicht heute. Den Schild würde ich gerne haben. Na, gib mir den Schild. Verdammt. Ich habe keinen Platz mehr für Schilde. Das kann ja wohl nicht angehen. Okay, dann weg mit dem Waldschild. So, Muschin Großschwert. Sehr gerne. Was haben wir hier? Ein Opal. Okay, und zwei Hauptpreise, wie es scheint. Mal schauen, was genau. 300 Rubine. Sehr geil. Und hier nochmal, vielleicht. Bombenpfeile, 5 Stück. Okay. Warum auch nicht? Nehme ich auch gerne. Okay, cool. Dann haben wir das auch noch entdeckt. Gut, Leute. Dann würde ich aber wirklich sagen, ich beende hier den Part. Und beim nächsten Mal habe ich wieder weniger Herzen. Ich werde wieder gegen meine Ausdauer Container austauschen. Und dann gehen wir erstmal die eine Mission ab. Hier unten am Strand. Bei der einen, die halt Bilder von den drei Wächterarten haben wollte. Und dann geht's hier weiter Richtung Osten. Ich gucke mich hier im Wald um. Und vielleicht hier noch. Und keine Ahnung. Irgendwo da in der Richtung. Ihr wisst Bescheid. Also Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch. Außerdem würde ich mich sehr über Kommentare freuen, was euch gefallen hat und was nicht. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.